Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. So, wo machen wir weiter? Wir drehen hier ganz kurz an einem Regler und setzen unseren Random Run fort, nicht wahr? Mal gucken, wen wir diesmal bekommen. Letztes Mal haben wir ja mit Azazel angefangen und wurden dann aber ziemlich überrascht. Und der Run hat sich in eine, naja, in eine etwas Interessantes verwandelt. Und wir haben Eden's Blessing gehabt, richtig, Mann. Ich erinnere mich wieder. So, let's go, Mann. Zunächst einmal, sehr geil, wir haben Judas, ein Herzchen, das heißt, wir sind sehr, 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 sehr schnell tot, wenn wir nicht aufpassen. Und andererseits haben wir jetzt Judas Shadow, what the fuck, okay, Zufälle gibt's, die glaubt keiner, nicht wahr? Aber zum Glück habe ich das hier auf Band. Sehr schön, ja, dann lass uns mal sterben, oder lass uns versuchen zu sterben. Ist ja auch nicht so einfach, nicht wahr? Denn wir müssen auf jeden Fall klug sterben. Und zwar, wenn wir blaue Herzchen haben, ja, leider nur keine Bombe. Und das hier sind jetzt auch nicht Gegner, die Bomben spawnen. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal, aber wir kriegen unendlich Bomben. Zufälle gibt's, die glaubt ihr keiner. Okay, ich nehme auf, ne? Ja, die Aufnahme kann gestoppt werden. Ich übersteuere gerade, sehe ich, Mann. Naja, so, bin ich halt etwas lauter heute. Ich habe dieses Mikrofon und das ganze Setup schon seit mehreren Monaten. Ein Jahr bestimmt schon, oder? Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch Probleme, alles richtig einzustellen, damit ich hundertprozentig zufrieden bin, weißt du? Das ist eine harte Nuss, Mann, das ist eine harte Nuss. Okay, da ist nichts. Hier haben wir ein paar Säckchen. Zacki, 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 zack. Alles aufheben und ich könnte mir eigentlich auch sprengen. Naja, egal, so. Blaue Herzchen haben wir, jetzt müssen wir uns nur noch einen Ort aussuchen, an dem wir sterben wollen. Das klingt alles sehr traurig, aber es ist nicht traurig, glaubt mir. Oh la la, Mann, wir könnten sogar gleich in den Shop gehen, wenn wir jetzt noch ein paar Münzen bekommen. Swallowed Penny? Interessant. Lass mich mal kurz überlegen, wir könnten Folgendes machen. Einmal kurz gegens Feuer rennen, um Geld zu machen. Hier mal eben schnell heilen. Und nochmal gegens Feuer rennen. Flup, um ein bisschen Geld zu machen. Dich springen wir auch nochmal ganz kurz. Flups, nichts bekommen. Okay, passt auf. Bevor ich aber das Geld einsammle mit meinem anderen Trinket, werden wir nochmal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht noch einen Tod finden. Oh mein Gott, ich habe mich durchgemogelt. Manchmal gibt es Sachen, die glaubt ihr keiner. Wie habe ich mich denn da durchgemogelt, Mann? Guck mal, wir haben tatsächlich ein Herzchen gefunden. Sehr geil. So, deswegen können die mich eigentlich auch treffen, ganz ehrlich. Macht ja keinen Unterschied, wo ich gegenlaufe, außer dass ich jetzt das falsche Trinket anhabe. Oh! Manchmal gibt es Dummheiten, die glaubt dir keiner, dass du die gemacht hast, Mann. So. Okay. Haben wir hier vielleicht noch einen Zacki-Zacki-Raum? Nee, wir haben nur noch einen Raum voller Spinnen. Ja gut, den kläre ich noch und dann bringen wir uns um am Feuer. Oder wir bringen uns hier um. Das ist natürlich auch eine nette Idee, aber jetzt nehme ich Rache. Kommt her, ihr Mistviecher. So, diesmal brauche ich nur zwei Schüsse, um euch zu erledigen, ha? Wie sieht's aus? Gefällt euch das? Gefällt euch das? Ha? Gefällt dir das? So. Ja, sehr schön, das ist eine richtig krasse erste Ebene. Das heißt, der restliche Run wird jetzt hoffentlich auch noch geschmeidig von der Bühne laufen. Ist das richtig? Irgendwie klingt das falsch. Erstmal heben wir das auf, dann das hier und gucken, ob hier noch etwas drin ist. Leider nicht. Ich gucke trotzdem in den Shop rein. Oh, das lädt unser Space-Item auf. Ich mag das Item. Ich bin schon so ein kleiner Fan von diesem Item und ich hätte gerne auch die Karte und das blaue Herzchen, ehrlich gesagt. So, zunächst aber einmal das hier, dann die Karte. Chariot kann uns auch gut helfen. Und jetzt gibt mir noch... Ah, eine Münze fehlt noch, mein Freund. Nein, gar nicht, weil ich ja mein Trinket habe. So, egal, passt alles. So, meine Güte, diese erste Ebene ist sehr erotisch. Ich fühle mich sehr angezogen von dieser Ebene. Jetzt suchen wir auch noch diesen Supergeheimraum, der sich dann... Oh, wo befindet der sich denn? Hier, nee, hier oben kann er nicht sein. Wo ist der Supergeheimraum, frage ich mich. Wo ist der... Ah, der ist dann da hinten, okay. So. Hoffen wir mal, dass er dort ist. Entweder hier links, nee, dann ist er hier unten. Okay, er hat keine andere Wahl, er muss dann hier sein. Okay, wir haben jetzt fast 4 Minuten hier verschwendet, aber ich sag ja, ich denke ja, das war keine Verschwendung. Ich denke eher, das war optimal genutzt, das Ganze hier. Ich setze noch nicht mein Buch ein, oder setze ich mein Buch ein? Gott, du hast so viel Leben und du nervst so. Okay, die Hälfte haben wir schon. Wir können vielleicht ein bisschen mit Bomben arbeiten, wenn schon, denn schon. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Und wir kriegen sogar ein Schlüsselteil. Oh, das gefällt mir. Somit haben wir die Chance, erhöhte Chance auf Angel Deals. Okay, okay. Aber das beeinflusst, glaube ich, nicht den allerersten Deal. Der allererste Deal bleibt immer noch ein, also zum größten Teil ein Devil Deal. Na gut, lass uns jetzt Famine töten. Bekommen sogar ein Orbital um uns herum, um uns zu schützen. Sehr schön.
Und meine Fresse, wir haben jetzt ein Damage von 12. Holy moly, auf der ersten Ebene. Und jetzt hat es gerade geklingelt aus irgendeinem Grund. Einen Moment bitte kurz. Und da bin ich auch wieder. Immer wenn ich meine Aufnahme starte, ist jemand am Rumklingeln. Das kann doch nicht sein. Irgendjemand hat sich verschworen, um meinen Streak wieder zu beenden, nicht wahr? Verdammte Scheiße. So, ich gehe in den Zacki-Zacki-Raum rein, auf jeden Fall. Ich habe genug Leben und hier haben wir auf jeden Fall genug Kisten, in denen etwas Tolles drin sein kann. Wie zum Beispiel Leben. Aber das hat sich schon mal gelohnt, nicht wahr? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Holy moly. Es geht weiter. Dieser Run will nicht aufhören, gut zu sein. Hier, das ist übrigens der Seed. AEO4. Ach, den habt ihr gerade gesehen, oder? So. Jetzt können wir auch schön unser Buch immer wieder einsetzen, weil es aufgeladen wird. Alle 15 Gegnern. Also, wir kriegen eine Aufladung dazu. Ein Strichchen wird aufgeladen. So. Na, was befindet sich hier? Na gut, vielleicht hätte ich hierfür mein Buch einsetzen sollen, nicht wahr? Aber ich habe nicht so weit gedacht. So. Okay. Wer kommt jetzt? Ist das Pin? Das ist Pin, oder? Oh Mann. Weißt du was? Ich weich nicht mal aus, Mann. So ungefährlich bist du. Ich weich nicht mal aus. Ich denke mir so, das ist nur Pin. Da kann ich auch direkt stehen bleiben. So. Wohin gehen wir jetzt? Alles klar. Wir haben es wieder aufgeladen. Es geht ziemlich schnell mit den 15 Gegnern. Wheel of Fortune? Ja, setzen wir mal kurz hier ein und sprengen das. Und bekommen sogar einen Schlüssel und ein bisschen Money. Sehr schön, damit könnten wir den nächsten Shop auschecken. Na, diesmal haben wir leider nicht unendlich Bomben. Das heißt also, ich kann die Fässer jetzt nicht töten. Töten, in die Luft fliegen. Oh, shit. Okay, das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht, dieses Curse of the Blind. Das könnte jetzt alles einfach so zerstören. Das Headless Baby. Okay. Mann, ey, jetzt bekommen wir auch noch einen Devil Deal, weißt du? Wo wir nicht wissen, was wir bekommen. Aber vielleicht gehe ich zunächst in den Shop und kaufe mir ein Item. Es könnte die Black Candle sein. Das Item könnte die Black Candle sein. Ja, ich glaube, so machen wir das. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So. Der Geheimraum. Ich bin mir unsicher, wo er sein könnte, aber es sieht so aus, als wäre er dort oben. Okay. Ein Raum zuvor. Oder hier. So viele Möglichkeiten. Okay, er ist tatsächlich hier oben, was? Verdammt, jetzt fehlt mir natürlich eine Bombe. Aber das Ding schnappe ich mir. 17 Münzen. Okay, das sieht gut aus. Das ist eine schöne Zahl. Und hier können wir rerollen. Oh Mann, ich kaufe mir eine Sache. Und zwar die hier. Stopwatch. Okay, bisschen Speed up. Und die Gegner sind verlangsamt, wenn wir getroffen werden. Eigentlich ist es jetzt easy GG. Aber ihr kennt mich. Ich werde versuchen, vielleicht auch noch etwas Außergewöhnliches aus dem Run zu machen. So. Aber das klappt natürlich nicht immer. Hm, für ein blaues Scherzchen mir das Ding da holen? Nee. Oh Gott, verzieh dich. So, ich setze jetzt noch nicht unser Ding ein. Unser Buch, Book of Belial, denn das möchte ich für den Boss aufsparen. Ich hoffe, wir kriegen Krampus, Mann. Hoffentlich kriegen wir Krampus. Drückt mir die Daumen. Hier ist nicht der Geheimraum? Ja, dann ist er wahrscheinlich hier oder da unten. Scheiße, Mann, super komischer Raum. Okay, setzen wir es ein. Da ist wieder unser unendlicher Damage. Wisst ihr, welche Transformation ich lange nicht hatte? Die Conjoint-Transformation. So, da ist der Devil Deal. Aber ich glaube, ich werde es nicht mitnehmen. Ist nur ein... Nein. Das lohnt sich nicht, Mann. Das lohnt sich nicht. Dann lass uns lieber auf Angel Deals gehen. Und vielleicht daraus etwas Besonderes machen. Ich habe ja auch noch ein Schlüsselteil vor mir. Also, dann könnten wir sogar Mega-Satan heute machen. Wieder mal. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Catacombs 1. Let's go. Ouch. Okay, ja, das ist super easy. Wenn wir getroffen werden, ist alles verlangsamt. Das ist ein bisschen unfair, dieses Item. Ach ja. Okay, machen wir. Machen wir. Und da ist es aufgeladen. Hier ist es, glaube ich, perfekt. Dann kriegen wir unsere Aufladung auch sehr schnell wieder zurück. Die können das nicht handeln, Mann. Ouch. So, es hieß ja auch, dass Angel Deals ein neues Item bekommen haben. Und ich... Wow, Tearsap haben wir gefunden. Leck mich am Arsch. Es hieß, dass Angel Deals ein neues Item bekommen haben, aber ich habe es selber noch gar nicht gefunden, glaube ich. Oder habe ich es gefunden? Ich glaube nicht. Oder? Oh, ich weiß nicht, Mann, ich weiß nicht. Deswegen freue ich mich auf Angel Deals. Vielleicht haben wir das Glück und werden endlich das neue Item wiederfinden. So. Komm schon, Headless Baby. Das Baby ist auf jeden Fall perfekt für diese Gegner hier. Da kriegen sie noch mal ein bisschen extra Damage und sterben sogar daran. So. Okay. Was gibt's hier unten? Diesen komischen Raum.
Der echt voll heavy ist, Mann. Also diesen hier, puh, da habe ich gerade mit meinem sicken Movement geglänzt, oder? Also macht das nicht zu Hause nach. Geht nicht in diese Räume rein, sind ein bisschen zu hart. Für Noobs. Okay. Ja, da gehen wir jetzt mal nicht dran. Zack, dankeschön. Okay. Okay, immer noch eine gute Pille. Die Tiersa-Pille war weiß-blau, nicht wahr? So wie ich mir Tiersa-Pillen vorstelle. So, bei blauen Pillen denke ich immer an Tiersa. Vor allen Dingen bei weiß-blauen. Das sind sie auch zum großen Teil, ne? Hey, 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 hey. Ich habe nicht gesagt, dass du das haben darfst. So, erstmal sprengen und ein bisschen die Chance auf einen Deal zu erhöhen. Und hier haben wir einen. Oh, Mist. Hier haben wir die Black Candle. Das ist ja witzig. Wisst ihr was? Ich setze das hier ein. Tschüss. Und tschüss. Bloß nicht aus Versehen rerollen, Mann. Das wäre jetzt nicht so geil. Hey, wir könnten sogar versuchen, den Bosswash zu erreichen. Ah, eine Münze fehlt noch. Nicht rerollen. Und da sind die Münzen. So, gib mir die Black Candle und jetzt bin ich zufrieden. Wobei, wir könnten noch einmal rerollen, um zu gucken, was da noch so auftaucht. Aber ich schätze mal... Oh, PhD! Und da ist eine Tiersa-Pille. PhD ist im Angebot sogar. Hallo. Lock up. Hallo. Ich hätte jetzt gerne noch eine süße kleine Münze. Das ist ja geil, Mann. Dann schnappen wir uns das gleich. Auf jeden Fall, die Tiersa-Pille. Und dann haben wir eine sexy Fire Rate mit Magic Mushroom. Oh, schade. I'm drowsy? Ah, brauche ich nicht. So, let's go. Setzen wir unser Buch noch ein. Schade, dass ich kein Geld donaten konnte, aber naja. Hätte ich auch nicht wirklich machen können bei dem ganzen Stuff, der da rumlag. Ich hätte es lieber haben wollen. Yes, wir kriegen sogar einen Angel Deal. Gute Zeichen, Mann. Health up. Ja, von mir aus. Und wir bekommen das Ding. Alles klar, komm. Wir bekämpfen jetzt erstmal den Engel hier. Sehr schön. Gleich wird unsere Fire Rate richtig glänzen. So, ein bisschen... Ah, verdammt nochmal. Es dauert viel zu lange. Ich gehe jetzt mal in den Nahkampf. Ich riskiere ein bisschen einen kleinen Lebensverlust, aber dafür ist er schnell tot. So. Manchmal sollte man mehr riskieren, weil dadurch dann weniger das Ganze riskant wird. Weißt du, das habe ich immer früher gesagt. War ich schon im Itemraum? Ich war noch nicht im Itemraum, glaube ich, oder? Nee, war ich noch gar nicht. Sehr schön. Das heißt, noch ein paar Räume, die wir clearen können für ein paar Münzen. Ich will die Tiersa-Pille haben. Wobei wir auch ein bisschen Damage ab jetzt langsam bekommen könnten. So langsam halten die doch ein bisschen mehr aus, die Gegner. Noch irgendwo einer? Da ist er. Na, komm her. Und was haben wir hier? Es ist schon wieder ein Tiersa-Pille. Okay, damit haben wir es jetzt auf jeden Fall erreicht. Somit bräuchten wir die Tiersa-Pille nicht mehr. Oh. Das ist ja interessant. Ja, wir bräuchten die nicht mehr, Mann. Na gut, dann verzichten wir drauf. Ich werde auch nicht rerollen, ich habe eh nicht genug Geld. Dann gehe ich jetzt mal weiter und hoffe, dass wir erst in Catacombs 1 sind. Oh, scheiße. Okay, das wird doch ein bisschen knapp. Ich habe auf der ersten Ebene halt super viel Zeit verschwendet. Aber es hat sich gelohnt, ne? Würde ich sagen. Verschwenden wir hier einfach noch mehr Zeit. Okay, noch so ein Ding. Okay, okay, okay. Wenn wir jetzt bei so viel Leben bleiben, werde ich mir überlegen, sogar vielleicht in den Opferungsraum zu gehen und dort zu spielen, wenn wir noch ein bisschen mehr Leben bekommen, um es aufzufüllen. Okay, hier setze ich auf jeden Fall mein Buch ein, weil es wird hundertprozentig wieder aufgeladen. So, kannst du mir nicht erzählen. Autsch. So, gleich wird es aufgeladen, wenn ich den Raum hier geklärt habe. Oder auch nicht. Scheiße, ich dachte, wir werden schon den 15. Gegner erwischt haben. So, Gott, diese ganzen Superformen. Was habe ich denn aufgehoben? Okay. Ich mag diesen Tractor-Beam, Mann, dass sie alle schön in einer Reihe fliegen. Ich kann schon verstehen, wo der Nachteil ist. Aber ich mag's. Ich find's cool. So. Auf jeden Fall rein in den Zacki-Zacki-Raum. Let's go. Was haben wir hier? Magician. Naja. Ist jetzt nicht so geil. Jera. Stimmt ja, wir können ja zwei Sachen mitnehmen. Dann nehme ich Jera und The Stars mit. Sehr schön. Oh, das gefällt mir, das gefällt mir. Der Kampfraum gefällt mir auch. So viele Möglichkeiten schon wieder. Okay. Für solche Räume wünsche ich mir irgendwie das Dry Baby oder so, damit es schön die Räume großflächig cleart. Oder wenigstens anschwächt. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Autsch. Ich bin so OP mit dieser Stopwatch. Manche nehmen es nicht mit, weil es sonst zu langweilig wird. Aber ich hatte Curse of the Blind, okay, zu meiner Verteidigung. Ich bin kein Noob. So. Okay, das sind krasse Superformen.
die irgendetwas beschützt, ne? Ich bin mal gespannt, was sich hier im Itemraum befindet. Oh, ja. Und ich kann es voll verstehen. Aha, hier ist jetzt so ein Raum. Naja, scheißen wir auf den. Folgendes. Gehen wir mal nach oben. Müssen noch den Itemraum und den Shop finden. Shopmäßig sieht es schlecht aus. Außer wir finden gleich einen goldenen Kackhaufen. Oder wir finden das hier. Da riskiere ich auch gerne mein Leben für. Und sogar zwei Herzchen für eine Münze. So, und das Ganze dann doch wieder umsonst. Na gut, immerhin haben wir Geld für die nächste Ebene, nicht wahr? So, das Schöne ist, dass wir jetzt die Black Candle haben und somit keine Flüche, Mann. Das ist echt abgefahren. Ist immer so beruhigend, Mann, wenn du die Black Candle hast und weißt, hey, dir wird niemand mehr wehtun. So, hier ist der Boss, aber wir haben den Itemraum nicht gefunden. Das ist das große Problem. Spiel. Ja, noch ein paar Bämmchen. Okay, let's go. Vielleicht haben wir nur noch 5 Minuten oder weniger, bis ich fertig bin mit dieser Ebene für, für den Boss Rush. Also da muss ich dann echt jetzt etwas richtig Krasses bekommen. Ja, Hundefutter, ja, cool. Und noch mehr Leben. Nehmen wir es einfach mal mit, aber ja, das nehme ich dann auch einfach mal mit. Hey, vielleicht kriegen wir demnächst einen Devil Deal. Dann werde ich auf jeden Fall genug Herzchen haben, um es zu opfern. So, warte mal, wir waren schon im Itemraum. Ich könnte jetzt eigentlich auch weitergehen, aber vielleicht gibt es ja noch einige Geheimnisse. Vor allem auf der zweiten Ebene. Mensch, das hat sich ja gelohnt, diese Kiste zu öffnen. So. Okay, ja, das hat sich dann erledigt mit den Geheimnissen. Wir haben hier, na, da oben nur noch. Leider kein Arcade Room. So, somit habe ich jetzt 5 Minuten, ein bisschen weniger, um 2 Ebenen zu klären. Auf der zweiten, also auf der letzten Ebene, könnten wir uns einfach komplett auf den Boss konzentrieren und uns dann rausporten. So schlimm ist es dann ja nicht. Let's go, Mann, let's go. Hoffentlich kriegen wir einen Devil Deal jetzt. Jetzt will ich meine Herzen loswerden. Necropolis 1, go, 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 go. Alles in doppelter Geschwindigkeit klären hier. Oh, scheiße, und vielleicht aufpassen und nicht sterben. Das wäre auch eine Idee. Oh, das gibt's doch nicht, Mann. Da ist er aufgeplatzt in meine Richtung. Das ist ekelhaft. Ich will den Sack haben. Ich will ihn haben. Ich will. So, danke schön. Na, was versteckt sich hier denn so Feines? Irgendetwas hat sie gerade nach hinten geschleudert, meine Bombe. War ich das etwa? So, ach nee, das war das Auge, das um mich herumfliegt und schießt. Jetzt sehe ich's. Justice, the world wird ziemlich nice, damit ich weiß, was ich Wichtiges hier habe zum Abklappern. Oh, dann könnte ich zum Beispiel sowas hier meiden. Aber hey. So. Bingo. Okay, den Schlüssel, den lasse ich jetzt liegen. Zeitverschwendung. Wir müssen jetzt nur das Wichtigste mitnehmen. Und ich will den Boss Rush machen. Seit der ersten Ebene war ich bereit für den Boss Rush. So. Blim, 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 blim. Aber gib mir jetzt bitte den Shop auch noch unterwegs. Den will ich gerne auschecken. So, sehr schön. Sehr schön. Oder auch nicht schön, Mann. Im Shop gleich den Kompass, Mann. Dann bin ich glücklich. Oh, ich muss es tun. Okay, Ace of Diamonds. Naja, ist jetzt nicht so geil. Okay, 2 Trinkets können wir nicht tragen. So, dann nehmen wir das hier mit. Sehr schön. Die rote Fliege kann mir gestohlen bleiben. Ist es nicht die, die auch noch in die Luft fliegt ständig? Vor deinem Gesicht. Da bin ich nicht so der Fan von. Oh, hör auf zu lachen, Mom. Hör auf zu lachen. So. Oh, nein. Die muss sterben, auf jeden Fall. Die dürfen nicht wieder abhauen. Und das hätten wir so. Das wird ziemlich knapp hier, das Ganze. Aber komm schon, 2 goldene Kisten. Willst du mich verarschen? Wer hätte die nicht mitgenommen? Jemand, der den Bosswasch erreichen will, nicht wahr? Go. Gehen wir einfach mal nach unten. Zur nächsten Sackgasse. Das gibt's doch nicht. Hoffen wir, dass der restliche Stuff jetzt linear bleibt. Okay, sehr schön. Ah, was ist das für ein Sack? Was ist das für eine Karte? Hangman? Nein. Du. Okay, wir haben schwarze Herzchen. Damit könnten wir Räume clearen auf jeden Fall. Im Notfall. Das gibt's doch nicht. Ständig finden wir eine Sackgasse. Okay, bleib jetzt linear bitte. Ah, jetzt ist zum Beispiel ein großes Problem, dass ich nicht seitwärts schießen kann. Aber nichts, wo man heulen sollte. Konzentration einfach mal. Komplette Tränenladung auf die draufballern. Na gut, Chat. Diese Ebene ist ein bisschen am Trollen gewesen. Also wird das wohl nichts mit dem Boss Rush. Ah, scheiße. Ich dachte, ich bin da... Oh Mann, ich wollte da perfekt durch. Oh Gott, da ist der König.
Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Ich will meinen Deal wieder haben. Hier ist ein Super Greed. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Okay. 2 Minuten haben wir gleich nur noch. Und der Itemraum hat sich irgendwo versteckt. Und wir wurden fast erwischt, Mann. Okay. Immerhin haben wir den Dime dann für die nächste Ebene. Super, super, super. Ich kann nicht ohne Itemraum gehen. Das geht nicht. Sehr gut. Ich kann aber nicht ohne Itemraum gehen. Na, komm schon. Yes, okay, let's go. Wir haben hier einfach nur ein bisschen Lad. What the fuck, Mann? Okay, gut. Auf der nächsten Ebene müssen wir sowas von Glück haben und schnell, ganz schnell den Boss finden. Oh, shit. Okay, Blood haben wir hier. Let's go. Vielleicht finden wir im Shop mal Mega oder so ein Shit, weißt du? Okay, das war ziemlich spooky, weil er jetzt auch nach vorne schießt. Okay. Gleich sollten wir ihn haben. Gleich sollten wir ihn haben. Sehr schön. 1 Minute habe ich nur noch. Okay. Das erhöht aber die Tierrate nicht. Nur ein bisschen Shotspeed. Ist auch ganz nett. So, und jetzt geht's los, Mann. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir einfach nur den Boss finden als erstes. Den Boss finden. Let's go, let's go, let's go. Spreng ich mich durch. Ich spreng mich durch. Und hoffe, dass das der richtige Weg ist. Okay, diesen Raum muss ich jetzt clearen. Okay, sehr schön. Was ist hier drin? Es kann sein, dass das der richtige Weg ist. Diesen Raum können wir auch schnell clearen eigentlich, theoretisch. Komm schon. Das muss der richtige Weg sein. Oh, sieht gut aus. Der Shop ist hier in der Nähe. Sprengen wir uns mal durch. Oh, nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Wir haben da gleich nur noch eine halbe Stunde. Das sieht nicht gut aus. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Da ist der Boss. Sehr schön. Sehr schön. Ah, nein, haben wir den Deal verloren. Ah, hat sich das gelohnt oder nicht, Mann? Das ist die Frage. Ah, jetzt habe ich meinen Deal verloren. 31% nur noch. Go, 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 go. Aber vielleicht wäre da auch nur Krampus drin gewesen. Komm schon, mach ihn fertig. Ah, schon wieder weniger, egal. Komm schon, wir müssen ran. Wir müssen kuscheln, wir müssen kuscheln. Wir müssen kuscheln. 6 Sekunden noch, das gibt's doch nicht. Okay, und das hier mitnehmen. Und jetzt haben wir den Deal nicht mehr. Und der Devil, der Boss Rush ist auch nicht cool. Oh. Ja, dann nehme ich halt den Rasierer mit. Und vielleicht versuche ich den Boss Rush zu machen. Let's go, Mann. Vielleicht versuche ich ihn zu machen. Vielleicht kriegen wir am Ende eine Belohnung. Auch wenn es super lange dauert und wir echt nicht so stark sind. Scheiße, Mann. Okay. Ja, das war ziemlich knapp. Wir haben den Boss Rush erreicht, dafür aber den Deal verloren. Ah, ekelhaft. Vielleicht haben wir auf dieser Ebene noch rote Kisten, weißt du? So, jetzt werden wir unseren Damage ein bisschen erhöhen und vielleicht läuft es dann besser. Gucken wir mal. Ja gut, habe ich genug Bock, um diesen Deal hier zu... Also den Boss Rush zu machen? Das frage ich mich, Mann. Habe ich Bock, diesen Boss Rush hier zu machen? Und das sind erstmal die harmlosen Gegner, ne? Gleich kommen erstmal die tankigen Gegner. So, sehr schön. Ach, komm schon, ne? Machen wir halt den Boss Rush, oder? Ich mache vielleicht Harsh. Fragen über Fragen, Mann. Hätte ich doch nur noch ein weiteres Damage gehabt. Nur ein klitzekleines, weißt du? Nur ein klitzekleines. Aber das einzige Damage up war jetzt The Halo, ne? Und Judas Shadow. Hatte ich da noch ein Damage up? Ich glaube nicht. Na, kuscheln wir damit. Das Buch bringt nichts. Das ist mehrmals einzusetzen, leider. Das wäre sonst zu cool. Ja, der rennt die ganze Zeit gegen die rote Kacke. Ist auch cool, wenn die Bosse das machen. Oh, Jemini, da wurde er wieder erwischt von der roten Scheiße. Sehr gut. Die Gegner sind jetzt auch verlangsamt. Das erleichtert natürlich alles extrem. Und wir können jetzt einfach in ihm stehen, so gut wie. Ohne, dass er sich so ein bisschen fortbewegt. Ein bisschen rasieren mit Moms Rasierer. Oh Mann, das ist schon unfair, diese Stopwatch. Das ist super unfair. Aber ich habe nichts dagegen. Ach, scheiße, die rote Kacke. Okay, wenn es aber kritisch wird mit meinem Leben, ne, dann sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Bye, bye, Pin. So. Oh, da kommst du mit ihm. Okay, interessant. Ja, gut, jetzt machen wir den Boss Rush zu Ende. Wenn schon, denn schon, nicht wahr? Wir haben es jetzt so weit gebracht. Oh, da ist Brownie. Autsch, hätte ich jetzt nur das Book of Revelations oder so. Das wäre cool. Wahrscheinlich bekomme ich es am Ende, aber dann brauche ich es nicht. Dann will ich lieber mein Buch behalten.
Yes, 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 gleich haben wir ihn. So, und hier fliegt irgendwo der kleine Besen rum, alles klar. Bleiben wir mal in der Mitte stehen. Oh la la. Na, wer will zuerst? Wer will zuerst auf die Fresse? Ah, du da hinten. Jetzt deine Geschwister und jetzt der große Bruder oder so. Gehört ja auch eigentlich zu den Geschwistern. Naja, ich weiß selber nicht, was ich hier wasel, Mann. Let's go. Bleiben wir beim Stehen, riskieren wir's. Yes. Was kommt jetzt noch so alles? Blaut fehlt noch, ne? Blaut hatten wir noch nicht. Und die Maske. Und dich auch nicht. Stimmt, Mann. Guck mal, der kommt gar nicht voran, der Idiot. Das ist so traurig mit anzusehen, Mann. Ich fühle mich wie ein Tierquäler oder so. Okay, da haben wir jetzt Cage. Der kann natürlich durch Schüpfen sich ein bisschen krass fortbewegen. Aber nicht durch Rollen. Autsch, okay, zwei Herzchen nur noch. Da müssen wir jetzt aufpassen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Komm schon, ich bin jetzt nicht so weit gekommen und habe meine Zeit verschwendet, nur um dann hier den Bosswasch nicht zu schaffen. Ist das die Maske? Es ist... Oh, schade, ich dachte, er hat die Maske gekillt, Mann. Ich dachte, er hat die Maske gekillt, schade. Na komm, du hast nichts mehr. Sehr gut. Wer kommt jetzt? Ich würde mich gerne in die Mitte stellen. Oh, shit. Okay. Hat sich erledigt mit der in der Mitte stellen. Ja, Mann. Na, wie viel hast du denn? Scheiße, du hast das meiste Leben dort unten, ne? Oh, er lebt immer noch. Die Teile sind super schnell, da muss man aufpassen. Na gut, jetzt wissen wir, wie viel Leben der gute Monstro noch hat. Nice. Und gleich sollten wir es geschafft haben. Rackman ist noch da. Aber eigentlich haben wir jetzt die Ekelhaften alle bekämpft, oder? Krampus, vielleicht noch ein Reiter hier und dort irgendwo. Na, ich glaube, das ist das Letzte. Und? Yes, okay, wir bekommen die... die Orglash. Okay, porten wir uns jetzt einfach mal kurz raus hier. Hey, wir haben ein paar Extra-Bomben. Aber gut, hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir vielleicht Goathead bekommen. Irgendwie. Oder halt eine rote Kiste, mit die uns reinportet. Das ist ein bisschen schade, dass ich dafür jetzt einen Deal verloren habe. Gut, vielleicht hätte ich ihn so oder so nicht bekommen, aber das wissen wir jetzt nicht. Wir gehen einfach vom Schlimmsten aus, hä? Wir gehen vom Schlimmsten aus, Mann. Und das Schlimmste wäre jetzt hier zu sterben in diesem Raum. Deswegen setze ich mal ganz kurz mein Buch rein, weil ich glaube, ich brauche ein bisschen extra Damage, um hier ein paar Arschgeigen zu eliminieren. Okay, gut. Das war ganz schön knapp. Oh, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss unbedingt die Köpfe, die Totenköpfe hier zerstören. In der Hoffnung, vielleicht eine Joker-Karte zu bekommen. Ja, das muss ich machen, genau. Let's go. So, hier sollten wir auch auf jeden Fall die beiden erwischen. Hier dann die beiden. Und... schade, schade. Hier sind noch ein paar Totenköpfe. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Bomben. Okay, der Geheimraum, wenn er da unten sein würde, wäre er schon längst aufgesprengt, oder? Hier? Ja, 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 gut. Sollte mir mehr vertrauen, Mann. Hallo, Münze. Aber, nee, den Shop hatten wir hier noch gar nicht. Und wir hatten schon beide Greets und so. Yes! Oh, shit. Oh, shit, hasse ich diesen Raum, Mann. Das ist aber auch echt ein fieser Raum, ganz ehrlich. Habt ihr ihn gesehen? Das ist ein fieser Raum, Mann. Und da reicht nicht mal ein Damage von 8, um ihn ordentlich zu clearen. Kann man nur verlieren. So, Totenköpfe, nicht überall. Ach du Scheiße. Das ist eine super Form. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist eine super Form. Falls ihr es nicht wusstet, dass das nicht cool ist. Puh, okay. Oh, ha, ha, ha. Weg mit dir. Den Geheimraum haben wir immer noch nicht gefunden, ha? Huh? Na gut, erstmal sprengen wir hier und hier. So. Gib mir das Herzchen, dankeschön. Da oben habe ich gesprengt. Ja, okay, dann muss er hier sein, der super Geheimraum. Auch nicht, dann hier. Ah? Ah? Auch nicht, verdammt. Okay, Geheimraum hier. Auch nicht, okay, gut. Ich habe echt Probleme gerade, den Geheimraum zu finden, Mann. Setzen wir mal hier dieses Buch rein, das ist mir dann ein bisschen zu blöd hier. So. Da habe ich schon gesprengt, Der müsste dann irgendwo hier drüben sein. Oh, und in den Kampfraum würde ich auch gerne reingucken. Da würde ich auch sehr, sehr gerne reingucken. Aber erstmal schauen wir, was im Shop ist. Damit ich sicher gehen kann, dass ich mich heilen kann. Wenn ich mir Leben abziehe.
Und im Shop sollte ja Feuer sein, wo ich mir Leben abziehen kann. Sehr gut. Oh, da sind noch ganz viele Totenköpfe. Okay, ist hier der Geheimraum? Auch nicht. Joker? Nee, leider keinen Joker für uns, Mann. Wo ist der Geheimraum? Habe ich ihn schon gefunden, den Geheimraum? Ach du Scheiße, Mann. Das war auch wieder ziemlich gruselig. Ist der Geheimraum vielleicht hier unter dem Shop? Es kann sein, dass er unter dem Shop ist, ne? Super strange, Mann. Hey, hier haben wir den Razor Blade. Aber ich habe nichts, was ich aktiviere. Doch, ich habe den Stopwatch-Effekt. Könnte ich jetzt jedes Mal aktivieren. Das ist krass. Jetzt habe ich das Feuer ausgemacht. Egal. Ich möchte so oder so dich sprengen und da sprenge ich einfach mich. Gut, ich hatte kurz Angst und wusste nicht, ob ich zwei Herzchen Schaden kriege. Explosive Diarrhea. Was haben wir hier noch? Justice. Sogar ein blaues Herzchen. Wunderbar. Was? Okay, hier haben wir diesen Geheimraum, aber wo ist der andere? Wo habe ich nicht gesprengt, Mann? Wo ist der andere Geheimraum? Ich bin gerade super überfordert. Naja, lass uns jetzt erstmal die Räume hier klären. Wo ist der andere Geheimraum? Das ist der normale. Das heißt, der müsste vielleicht dort oben links sein? Lass mich erstmal hier reingucken. Hier ist er echt nicht. Doch, da ist er doch. Was soll das, Mann? Okay, so, setzen wir das hier ein. Zack, 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 zack. Nehme ein halbes Herzchen mit, weil ich möchte dann den Polaroid-Effekt vielleicht irgendwie triggern. Mit einer Blood-Donation-Machine. Na gut, Hasch hat sich jetzt auch erledigt, werden wir nicht erreichen. Naja, man kann nicht alles haben. Sehr gut. Ein bisschen Blutungsschaden vielleicht. Zack, 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 zack. Ah, der Rasierer macht eigentlich Blutungsschaden. Klappt aber nicht immer. Oh, wir haben so viel Kohle. Wir haben so viel Kohle, so viel Geld. Sollten wir donaten? Vielleicht kriegen wir ein paar Luck-Ups. Nur wäre es cool, vielleicht auch etwas zu haben, womit wir dann davon profitieren können vom Luck-Up. Naja. So, ich kaufe mir einfach mal ganz kurz das hier. Ja. Ist eigentlich ein cooles Item, aber naja. Haben jetzt leider nichts. Oh, und jetzt kommt schon die Womp-Ebene. Mann, der Run hat super stark angefangen und hat jetzt super stark nachgelassen. Da oben habe ich echt nicht gesprengt. Naja. So, gut. Jetzt sind wir auf dieser Ebene. Haben eine Jera. Wenn wir bis zur Chest kommen, wird es auf jeden Fall cool. Wir könnten aber auch demnächst mal wieder der Lamp besuchen. Meiner Meinung nach. So. Sexy. Jupp, gib mir die Bomben. Damit arbeite ich sehr gerne. Oh, das ist ein Super Rock. Oh, gar nicht gesehen. Hallo. Oh. Das sah aus wie ein normaler Rock, oder? Warte mal. Okay, ich bin jetzt sehr verwirrt, weil eigentlich erkenne ich Super Rocks, die man zweimal sprengen muss. Egal. Egal, 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 egal. Mein Gehirn war wieder zu klug. Sieht so aus, als wäre hier der Geheimraum. Sieht so aus, als wäre hier der Geheimraum. Yes. Guten Tag. Oh, noch ein Blaustein. Okay, die nehme ich gerne mit. Aber jetzt hätte ich echt gerne einen Devil Deal. Aber wir haben 71% Chancen auf einen Angel Deal. Uff. In was bin ich hier reingeraten? Scheiße. Okay, das ist cool. So, lass mal runter. Schwarzmarkt war ich lange nicht mehr. Ah, Mann. Gib mir doch den Schwarzmarkt. Sprengen. Reinsprengen kann man sich nicht mehr. Erinnert ihr euch noch, als man sich reinsprengen konnte? Da hat man sich sehr cool gefühlt. Da hat man sich sehr, sehr cool gefühlt. Okay. Oh Mann, ey. Damage von 8. Das Buch rettet und zwar den Arsch, aber ich bin echt faul, das immer einzusetzen wegen dieser Animation. Die ist voll nervig. First World Problem. Okay. The Small Rock. Eine Kiste mit Cricket's Head. Oh Mann! Gib mir doch das, was ich haben will. Machen wir das mal auf, dann kann ich mich da so durchmogeln. Sehr schön. Rein hier in den Zacki-Zacki-Raum. Scheiße, ich habe vergessen, dass ich ja wenig Herzen habe und es mir eins abzieht. Scheiße, okay, jetzt müssen wir aufpassen. Da ist der Boss. Da ist der Boss, da ist der Boss, da ist der Boss. Und hier ist vielleicht ein Geheimraum mit ganz vielen schwarzen Herzchen oder blauen. Einem schwarzen Herzchen, sehr gut. Ha, war doch alles richtig kalkuliert. Ich hatte lange kein Double Trouble mehr in dieser Form hier. Okay, und ich will auch gar keinen mehr. Naja, immerhin sind die verlangsamt. So, der ist jetzt tot und Fred ist ziemlich tanky, aber auch ziemlich harmlos.
Und ein Schwächling. Hm. Hey, das ist gut. Noch ein bisschen Tier-Rate up, aber bringt mir nichts. Das ist kein neues Angel-Deal-Item. Das ist kein neues Angel-Deal-Item. Naja, kein blaues Herzchen. Schade. Aber trotzdem werde ich dich vernichten. Es wäre cool, wenn man beide Schlüssel hat, dass die vielleicht Items droppen, wenn man die tötet, oder? Droppen ja gar nichts. Okay, der Run ist jetzt wieder doof. Hat cool angefangen und ist jetzt wieder doof. Okay. Aber wir checken auf jeden Fall diese Räume hier ab, denn da kann auch manchmal was Gutes drin sein, wie zum Beispiel das hier. Ah, super gut, Mann. Jetzt ein nach dem anderen wieder. Sehr schön. Stimmt, ich brauche ja noch ein paar Schlüssel. Denn ich habe ja Jera. Und wie es aussieht, ist das hier sogar der Raum, der Weg zum Boss oder was hier? Das ist zum Teufel oder ist das ein Loop? Sehr merkwürdige Ebene, wenn du mich fragst, Mann. So, gleich müssen die tot sein. Sehr schön. Flop und flop. Ist das der richtige Weg? Ah, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, Mann. Wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Okay, gut. Das ist eigentlich ziemlich nice, weil jetzt sind wir hier am Anfang und müssen den ganzen Raum nicht clearen. Okay, kein Geheimraum. Dann würde ich schätzen, dass er hier irgendwo ist. Oh, und ich darf auf jeden Fall nicht getroffen werden. Ich habe keinen... Ja, scheiße. Okay. 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 Puh, jetzt haben wir schon zwei Items, die Zeit verlangsamen. Und jetzt setze ich auf jeden Fall mein Buch ein. Die sind viel zu crazy, diese Typen. Hinter mir. Nicht schlecht, Mann, nicht schlecht. Fast hätte ich dich übersehen. Und dann hätten wir den Salat. Dann wäre ich ziemlich wütend. Okay. Ah, was haben wir hier? Ein Auge. Was haben wir hier? Blaue Steine irgendwo? Komm schon, wir hatten gerade ganz viele von denen. Bitte lasst mich jetzt nicht im Stich. Okay. Zack, was haben wir hier? Ein paar Münzen. Tappadi. Dup, dup. Okay, weiter geht's. Zacki-Zacki-Raum will ich auschecken, aber ich glaube, hier ist der Geheimraum, ne? Der wird nicht in der Nähe sein vom Zacki-Zacki-Raum. Shit. Den könnten wir auf jeden Fall nochmal auschecken, wenn wir den Devil-Deal haben. Dann kommen wir nochmal zurück. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass hier gleich der Boss irgendwo auf uns wartet. Ein blaues Herzchen. Bingo. Und hier wartet der Boss auf uns. Doppel-Bingo. Doppel-Bingo-Finger. Doppel-P. Okay. So. Sehr schön. Super Geheimraum. Einfach mal hier so sprengen. Oder hier vielleicht? Mehr auch nicht. Mehr spreng ich hier nicht. Okay, gut. Ich hab's versucht. Ich wollte mit dir kooperieren, aber nein. So, und jetzt müssen wir uns konzentrieren. Denn sonst haben wir ein Problem. So, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mit Bomben arbeiten, aber nur ein bisschen. Nicht viel. Einschießen, sehr schön. Zack, 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 zack. Und gleich haben wir den Spaß. Na gut, das blaue Herzchen würde ich eh verlieren. Und wir haben wieder keinen Deal bekommen. Mist! Aber vielleicht ist hier eine rote Kiste, die uns reinportet. Ah, Pandoras Box. Was? Kriegen wir hier nicht die Bibel oder so ein Scheiß? Oh Mann, egal, das zweite Buch. Ist das zweite Buch, damit können wir auf jeden Fall uns freuen, denn vielleicht kriegen wir sogar die Transformation. Let's go. Für den nächsten Game Break, habe ich ja schon erwähnt, ne, werde ich auf jeden Fall die Billard-Tränen nicht mitnehmen, weil die zerstören irgendwie die Game Breaks immer. So. Lalilu, du, 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 du. Okay, einmal kurz hier reinballern. Sexy. Einmal kurz hier reinballern. Sexy. Die Bombe klärt einfach super schnell und diese Portale halten super viel aus, ne? Zack. Ja, das wird man, das wird. Wir haben auch genug Münzen. Auf geht's. Auf geht's Richtung Chest, Richtung Weihnachten. Oh, ich freue mich immer, die Kisten zu öffnen. Verdammt, ist der falsche Weg. Das gibt's doch nicht. Okay, okay. Sehr schön. Hey, ich habe den Raum das erste Mal geschafft, ohne irgendwie drüber zu fliegen oder mich durchzusprengen. Glaube ich. Und getroffen zu werden. So, scheiße. Ich habe ja gar nicht mehr so viel Leben. Hey, wenn ich jetzt hier getroffen werde, ist Ende im Gelände. Oh. Ich habe ja gar nicht so viel Leben, Chat. Chat, sage ich schon. Kommentarbox. Ich habe gar nicht so viel Leben, Kommentarbox. Okay, da sollten wir ein bisschen aufpassen, was? Oh, nee, ich habe keinen Bock, euch zu clearen. Ihr seid voll scheiße.
Dann gehen wir halt hier lang, oder auch nicht. Oh, ich hätte eigentlich... Eigentlich müsste ich, wisst ihr was machen? Das Ding sprengen, wo ich mein Outfit ändern kann, weil ich habe ja PhD. Ich habe ja PhD. Das heißt, wiederum, dass wir... Na, wobei, was... Wir bräuchten eine Balls of Steel Pille, ganz ehrlich. Das wäre das einzig Coole. Und was uns ein bisschen retten könnte. Geheimraum. Bingo. Und rein hier. Vielleicht können wir sogar eine Abkürzung nehmen. Oh, ich gebe dir ein paar Schlüssel. Nur ein paar. Nicht mehr. Okay, ein noch. Okay, das war's. Ende. Wir kriegen eine Fliege. Ist das dein Ernst? Wir kriegen eine Fliege. Ha. Naja, okay. Besser als nichts, was? Okay, dieser Raum ist ziemlich spooky. Den mag ich ganz und gar nicht. Da sollten wir aufpassen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, schön. Das ganze Zeug hier aufheben. Oh mein Gott. Lalilililu. Okay, Konzentration hier, Konzentration. Immer die falschen Wege. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen... Komm schon, mein innerer Kompass, der muss wieder funktionieren. Der ist ein bisschen eingerostet, oder? Mein innerer Kompass. Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Oh mein Holly, wie kommst du nur da drauf, Mann? Boah, ey. Du bist ja richtig krass. Ich werde nochmal nach links gegen die Wand gehen. Oh mein Gott, hier ist echt nicht der richtige Weg. Ich wollte gerade sagen aus Spaß, dass wir nach rechts gehen sollten. Aber dann dachte ich mir, ich habe keinen Bock, den Spaß zu machen und... Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Ich kann jetzt eigentlich auch das hier mitnehmen. Da schießen wir manchmal durch die Gegner durch. Der Weg ist tatsächlich hier oben, Alter. Alter Falter. Ist krass. Die Münze könnte eine Lackabmünze sein. Ihr habt recht. Es ist keine gewesen. So. Zack, 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 zack. Da, die Piercing-Shots, die werden jetzt auch schön angezeigt als Pfeile. Ich habe das Trinket echt selten eingesetzt. Plops. Aber es ist schon ziemlich cool eigentlich, durch Gegner durchzuschießen. Also eigentlich ist es ein gutes Trinket, ne? Wenn man sonst keins hat, sollte man sich nicht schämen, das mitzunehmen. Es geht hierhin. No, das gibt's doch nicht! Meinen inneren Kompass werde ich in den Arsch treten bald. Oh Mann, ey. Emperor. Oh, ja, das kommt jetzt aber früh. Ich will die Chest-Ebene gar nicht Emperoren, weil vielleicht kriegen wir ein paar sexy Kisten. Aber eigentlich könnten wir es auch einfach einsetzen und den Run voller Freude beenden. Nicht wahr? Hier das Buch einsetzen. Let's go. Plus 5 Damage. Zacki, 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 zack. So, hatte ich gerade nicht einen Damage von 15? Nein, war 13? Okay. Irgendwie hat mich das gerade sehr irritiert. So. Schön mit der Bombe arbeiten. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Wir haben noch genug Leben. Wir haben auch eine Emperor-Karte. Oh, scheiße, Mann. Die Chest-Ebene sollte aber gleich ein bisschen was bieten. So, ein ganz bisschen. Da haben wir den Salat, ne? Auf Angel-Deals gehen. Und was kriegen wir? Bullshit. Huh. Devil-Deals sind einfach am besten. Devil-Deals sind einfach sexy. Devil Deals sind Sex. Monetarisierung weg. Boom, zack, fertig, aus. So schnell geht's. Und wir Jerry mal ganz kurz. Stimmt, ich will ja... Oh, Moment mal, wir könnten ja Folgendes machen. Wir könnten uns jetzt zum Boss porten. Und, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was zum Teufel ist das denn hier alles? Also ich meine... Okay, Moment mal. Bin gerade ziemlich baff von diesem Zeug hier. Zum Boss porten, ihn bekämpfen und dann den Rückweg zu Mega-Satan. Ne? Machen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zack, okay, wir könnten jetzt Emperor einsetzen. Let's go, wir sollten genug Leben haben. Das sollte reichen. Das Buch einsetzen. Meine Güte, Mann, meine Güte, dieser Damage. Okay, wir haben Sad Bombs, das ist auf jeden Fall nochmal sexy. Aber irgendwie treffen die Dinger nicht. Die Knochen sind ja voll scheiße irgendwie. Sind die beschissener als Tränen? Hm. Irgendwie habe ich nicht das, diesen Impact-Gefühl, weißt du, den ich sonst habe. Verdammt nochmal, könntest du jetzt mal stillstehen? Okay, gut, dann können wir jetzt den ganzen Weg zurückgehen Richtung Satan. Und wir haben einen Schlüssel, sehr schön. Und vielleicht finden wir noch einige Kisten unterwegs. Das wäre ziemlich cool. Hätte ich nichts gegen. Geheimräume sehen wir jetzt auch. Gut. Wir setzen das Buch ein. Die sind dann doch ein bisschen zu heftig, wenn man nicht aufpasst. Wenn man nicht aufpasst, sind die schon heftig. Oh, 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 oh. Ja, Mega-Satan können wir eigentlich machen. Also, wir haben ja auch noch unsere Stopwatch. Alles wird verlangsamt.
Also eigentlich GG, mein Freund, Mann. Eigentlich GG. Und es wäre cool, wenn du meine Bombe nicht essen würdest, weil ich habe gerade Z-Bombs. Blöden Gegner. Okay, hier können wir Z-Bombs einsetzen. Sehr schön. Gut, dann war das nur bei dem Baby gerade ein bisschen komisch. HP up und you feel protected. Yes, man. Und hier ist der Geheimraum. Setzen wir mal die Knochen ein. Oh, 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 oh. So, was ist da oben drin? Flops, hier sind Pillen. Ja, die schnappe ich mir mal. Infested, infested. Und Telepills. Ne, setz ich jetzt nicht ein. Oh mein Gott, ich setz sie ein, ich setz sie ein. Was ist das denn für ein... Was ist das? Das ist die Hölle. Mit diesen zwei Fettis da. Scheiße. Strength, oh, das ist auch cool. Was ich aber nicht machen werde, ist Delirium. Das ist einfach zu wenig, Mann. Zu wenig Damage. Delirium ist ein krasser Motherfucker. Ich kann mich nur wiederholen. Don't fuck with Delirium. Aber ich habe immer noch großen Respekt vor diesem Boss. Großen. Mhm. Okay, da hat mich irgendwas erwischt. Ich weiß nicht was, ehrlich gesagt. So, Quadshot nehmen wir mit, Mann. Das könnten wir uns jetzt eigentlich mit Säumilk antun. Machen wir mit Säumilk? Ihr wollt Säumilk, oder? Ihr wollt, dass ich Säumilk mitnehme. Sehr gut. Und sollte ich vielleicht in der zweiten... Soll ich in der zweiten Phase bei Mega Satan dann auch die Four einsetzen? Dann habe ich aber keinen Damage Boost hier, ne? Und ich habe keine Kohle. Das wird risky. Das wird auf jeden Fall super risky, was ich jetzt vorhabe. Aber hey... Super Risky ist mein zweiter Nachname. Oder sowas. Okay. Okay, was haben wir hier? Wheel of Fortune. Oh, das ist schön. Das könnten wir jetzt mal kurz sprengen. Lups. Und im Notfall habe ich ja Telepilz. Da könnte ich mich ja rausporten. Ganz, ganz, ganz im Notfall. Ja, lass uns das mal riskieren. Im Notfall kann ich mich rausporten. Wird wahrscheinlich genau da reingeportet, Mann. Zu Megasatan nochmal reingeportet. Das wär's. Okay. Vielleicht sollten wir alle Räume haben. Ja, yep, und dann könnten wir die große Action starten. Mann, ey, wir haben aber echt nichts für Säumilk, ne? Hoffen wir mal, dass es cool wird. Empress? Ne, ich bleib bei Strength. Empress macht ein bisschen Speed-Up, nicht wahr? Aber ich glaube, Strength ist dann doch im Allgemeinen ein bisschen besser. Und wir haben noch eine goldene Kiste, die ich öffnen kann. Stimmt ja. Und zwar die hier. Hey, oh. Oh, scheiße, das schießt jetzt die ganze... Oh nein, ich dachte, das funktioniert nicht damit. Oh nein. Okay, wir nehmen Säumilk mit. Schon mal als... Wir üben schon mal. Ach, du heilige Kacke. Der hört nicht auf zu schießen, Mann. Der hört nicht auf zu schießen. Okay, vielleicht finden wir gleich die Six oder so. Oh, ist das nervig. Scheiße, ich dachte, das gibt nur Tiersub mit diesem Item hier. Oh mein Gott. Wieso sind die jetzt hier aufgetaucht? Okay, ich meine, es macht super viel Damage, wenn wir treffen. Aber irgendwie ist es sehr schwer, damit zu treffen, habe ich das Gefühl. Okay. Es sieht lustig aus. Es sieht lustig aus, Mann. Ach du Scheiße. Junge, 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 Junge. Das sieht aber abgefahren aus. Das sieht aus wie kleine Schraubenschlüssel. Ich glaube, ich hatte noch nie Säumilk mit Knochen, genau. Na gut, die Sidebombs bringen jetzt auch nicht so viel, ne? Da werden nur kleine Knöchchen geschossen. Und dieser Raum ist ziemlich abgefuckt, ehrlich gesagt. So. Oh, da kommt noch einer angehüpft, Mann. Ich dachte, die Lebensleiste ist weg und alle sind tot. So. Na, na, na. Okay, okay, okay. Immerhin muss ich jetzt nur darauf achten, wo ich hinschieße und nicht mehr gedrückt halten. Das ist doch nett, oder? Nur ein bisschen verwirrend. Der Knockback ist krass. Ach du Scheiße. Na, jetzt viel Spaß mit diesem Ding hier töten. Wir haben es geschafft. Okay, let's go, Mann. Let's go. Versuchen wir es jetzt, Mega Satan zu machen mit Säumilk. Den die Four nehmen wir auch mit. Hier vielleicht die Pille nochmal einsetzen. Irgendeine. Gulp oder sowas. Das Trinket fressen. Relax. Ja, brauchen wir alles nicht. So, nehmen wir das noch mit. Nehmen wir das noch mit. Und let's go. Und wenn er sich verwandelt, verwandeln wir uns auch, Mann. Ja. Das wird cool. Das machen die coolen Kids so. Glaube ich.
So, die erste Hand ist weg, glaube ich, oder so. Oder die wird voll... Der Knockback ist so krass, dass einfach die Hand weggeschleudert wird. Ich hasse es, dass die Zeit verlangsamt wird, ehrlich gesagt, man, von diesem Teil. So. Da haben wir es. Achso, Strength noch einsetzen, genau. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Damage. Und lassen jetzt die weißen Körnchen auf den Gegner frei. So, erstmal weg, Knockbacken. Wiedersehen. Okay, könntest du auch nach vorne. Dankeschön. Jetzt muss die grüne Flüssigkeit nur weg. Danke. Oh, jetzt ist alles hier verlangsamt. Oh, es wird ekelhaft. Autsch. Ich habe immer noch die Telepille. Puh, habe ich gar nicht drauf geachtet. Eben gerade. Beim Reingehen. So. Na komm schon, mit Kohle wäre sowas von schnell tot, Mann. Kohle wäre super OP. Ich bin gespannt, was wir gleich mit dem D4 bekommen. Wahrscheinlich wird unsere Telepille weg sein. Okay. Aus irgendeinem Grund. Achso, er kann ja auch nach unten schießen. Stimmt, ganz vergessen. Oh, Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Und auf Wiedersehen. Jetzt kommen gleich nur noch die nervigen Engel. Da stellen wir uns direkt hin. Tod Nummer 1. Und Tod Nummer 2. Sehr gut. Ja, da ist er. Er verwandelt sich jetzt und ich verwandle mich auch. Boom! Mom's Knife haben wir. Plus 11 Damage und sonst nichts Besonderes. Ein PhD mehr. Oh, noch ein Item vielleicht. Oh, ja, das nehme ich mit, okay. Immerhin. Aber ist echt nichts Besonderes, Mann. Das ist echt nichts Besonderes. Was ist denn mit seinen... Oh, wir haben das Broken Modem, glaube ich. Ach du Scheiße, guckt euch mal das an. Wie willst du denn hier ausweichen so richtig? Okay, einfach mitten rein ins Vergnügen. Und jetzt ist er tot, nicht wahr? Wir gehen aber nicht Delirium machen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Harley. Tja, das war lustig oder so? Ich hoffe es zumindest. Macht's gut.